Am Sonntag geht es nach Jena und dann kommt wieder Champions League. Ja, wie ist die Gefühlslage vor den nächsten beiden Aufgaben? Na, wir haben natürlich jetzt, was den Angriff betrifft, durch den Ausfall von Anomna, die ja jetzt ein paar Wochen nicht da ist, im Afrika Cup natürlich eine Umstellung vorzunehmen. Ich denke, das werden wir auch auf die Reihe kriegen. Entscheidend ist, dass wir in Jena das Spiel gewinnen und vielleicht auch die Leistung, die wir jetzt gezeigt haben, fußballerisch nochmal weiter dokumentieren. Dann werden wir natürlich auch in London ein ordentliches Spiel abliefern. Das wird aber ein schweres Spiel und die nächsten Wochen werden wir da entscheiden, wo wir eigentlich hinmarschieren. Dass wir im Moment so dastehen, ist ein Zeichen dafür, dass die Mannschaft funktioniert und vor allen Dingen, dass wir immer noch in der Lage sind, auch Spiele, die vielleicht nicht so gut laufen, auch noch zu drehen. Aber das sind Momentaufnahmen, man muss jedes Spiel neu andenken und ich hoffe, dass wir in der Lage sind, auch die Spiele jetzt, die vor uns sind, erfolgreich zu beenden, weil wir einfach auch diesen Erfolg brauchen für unseren Verein, für das Umfeld. Das, denke ich, ist für uns erstmal wichtig.